Wien geht es wieder rückwärts über die Wachau. Zwar nach Tulln, da haben wir heute einen Platz und treffen da Momo-Freunde, die wir schon ein paar Mal auch unterwegs in Griechenland und Spanien getroffen haben, die hier ganz in der Nähe wohnen. Und nehmen Sie die dritte Ausfahrt. Danach der Wachau ist es ja gerade über den Kreisverkehr. Immer wieder schön. Immer wieder führt unsere Reise uns auch an die Donau. Da glaube ich, da hinten links irgendwo ist dann auch Campingplatz. So, da geht's zum Camping. Ja, direkt an der Donau. In 200 Metern biegen Sie rechts ab. Danach erreichen Sie das Ziel. Und ich habe auch gelesen, dass die Aktienkarte bis zum 30.06. akzeptiert wird. Schauen wir mal. Im Nachhinein erst die nächste erst rechts. Danach gelesen. Erreichen Sie das Ziel. Campingpark Tulln, so heißt es. Rezeption und Einfahrt. Radelbaden genießen. Übersichtskarte. Ein Bildschirm. Übersichtsplan, Sehenswertes, Highlights und Tipps. Donaucamp in Tulln. Ja, da hat man jetzt eigentlich für heute reserviert. Das ist ja kreisförmig angelegt. Ja, das sind lauter so Rondells, wo die Einzelnen dann so im Kreis längs drinstehen, zeige ich gleich noch auf dem Plan. Und zum Sanitär haben wir uns jetzt irgendwie verlaufen. Aber es macht nichts, da sehen wir ein bisschen den Platz. Ne, da sieht man es jetzt auch wieder, so eine Insel, so eine Campinginsel, Stellplatzinsel, mit so längs stehend die einzelnen Plätze. Auch da, genau. Uns wieder aus, weil genau da hinten stehen wir. Jetzt auch Plätze mit Wasser. Ja. Ansonsten bekommt man scheinbar in den Inseln ist in der Mitte nochmal so eine Versorgungsstation. Und da haben wir einen Schub, der jetzt nicht aufhört, aber das sieht nach Sanitär. Waschmaschinen und Spül- und Kochküche. Genau. Ja, für Zentner ist das top. Hier außen spülen. Ein WC, da gehen wir mal rein. Pissoir. Separat finde ich auch immer klasse. Tipptopp. Auf alle Fälle. Haben wir noch die Duschen hier. Großzügige Kabinen. Gefällt mir auch immer sehr gut. Ja, mit Axikat hier. Und auch ein Restaurant. Ja, mit Garten und in dem Bereich ein schönes Restaurant. Genießen Sie Camping. So ist das. Hier sieht man mal die ganze Übersicht vom Donaupark Camping. Hier diese einzelnen Stellplatzinseln, die Dauercamperbereiche und der Zeltplatzbereich mit auch ein paar Tiny-Häusern. Und wir haben jetzt im Prinzip hier die Ecke bekommen, weil eben irgendwas ist schief gegangen. Da unten ist der Yachthafen und auch gleich die Donau und das Aubad. Und da dürfen wir jetzt, weil wir Kurtaxe dann zu dem Preis vom Campingplatz noch bezahlt haben. 2,50 pro Person. Ja,
haben jetzt im Prinzip über 30 Euro bezahlt, ne? 32. 27 mit der Okay, 27 mit Achse inklusive ist ja Strom. Drin, genau. Wie immer bei Achse gilt noch das Übermalgen. Und 2,50 Kurtaxe hier, Robertson, und da ist aber das Bad inklusiv. Eingang, Bad ist die Aubad. Genau. Und da gehen wir jetzt mal hin und werden mal einen Schwumm machen, bevor wir dann später zum Heurigen abgeholt werden. Genau. Hier sieht man diese Versorgungsstellen. Wasserversorgung. Ja. Idyllisches Plätzchen eigentlich, ja. Gleich neben dem Campingplatz ist das Auenbad oder Aubad, das ja bei der Kurtaxe mit drin ist, der Eintritt. Da gehen wir jetzt mal schnell einen Schwumm machen. 2,64 Euro. Jetzt mit unserer 2,50 Euro Gästekarte. Ah, ja. Ein Eintritt hier. Ja, naja, wenn das Eintritt schon 4,60 war die Abend. Ja. Schöner Bade. Aubad, genau. Gleich neben dem Camping. Finde ich super. Da sehen wir eine Badeleiter am Steg. Die könnten wir gleich mal nutzen. Für Kinder, Rutschen, alles da. Im Wasser ist im Moment keiner mehr. Wie kommt's? Stift. Gottweig heißt es, ne? Was? Wie heißt es? Gottweig. Wie göttlich, Gottweig. Stift Gottweig. Und hier oben, das schaut aus wie wenn die Welt gleich untergehen würde. Da drüben, da drüben, rings ein wenig, ja, das glaube ich auch. Und da schimpft er schon. Ja. Die Stiftskirche. Hier geht's. Ja, so kann es einem gehen. Also wenn es am Campingplatz auch so ist. Was mich immer so fasziniert, sind diese Stände. Das muss ja nach 4 Jahren hingekriegt sein, wenn ich nur weiß, dass es nicht ist. Hier wird die Decke gespiegelt. So. Wie gehen wir? Da ist sie. Gesagt haben, und das ist im Hintergrund die Anlage vor dem Brand und das ist das, genau, was da draußen steht. Das ist das, was draußen ist. Donau Park Camping, so nah an Wien. Ja, stimmt. Und hier direkt an der Donau gelegen der Yachtclub. Klostermelk, rechts von uns. Das ist schön. Ja.
Hallo vom Campinghaus Seeblick am schönen Eixendorfer Stausee. Da sind wir jetzt noch hergefahren, nach unserem Wien-Wachau-Ausflug eine Woche, weil hier, wie ihr wisst, die meisten wissen es, haben wir unseren Dauerstellplatz, aber nachdem wir mit Wohnmobil unterwegs waren, haben wir hier uns einen Platz auf der Campingwiese, die eigentlich hier im hinteren Bereich ist. Und hier vorne sind ein paar Wohnmobilstellplätze bei den Tiny-Häusern. Und hier unten ist ja unser Segelverein, Neuenburger Yachtclub. Internet, Yachtclub-Neuenburg. Da liegt auch unser kleines Schiffchen. Da waren wir gestern ein bisschen segeln und haben beim Sautrogrennen zugeschaut. Da spitzt es durch, da unten. Eine Idylle hier. Und hier unten, wie gesagt, diese Tiny-Häuser. Feriendorf Seeblick. Nehme ich euch mal mit. Oben zu den Häusern hier. Könnt hier mal einen Blick runterwerfen. Vom dem unteren Teil des Campingplatzes, Zeltlerwiese und Familie Meldritter betreibt das Ganze hier, gleich das Anwesen. Ja, da terrassenförmig angelegt der Platz. Gibt es jetzt noch so Fasssaunen und Tauchbetten. Hier mal so einen Überblick über die Stellplätze. Wir sind jetzt hier unten am See. Der eigentliche Campingplatz hier oben mit den Stellplätzen bis 93. Und hier unten eingezeichnet eben auch noch mal einige. Und das Feriendorf hier. Stellplatzgebühren hier. Bis demnächst, würde ich sagen. Die Planungen laufen für unsere diesjährige Herbst-Winterreise. Sardinien steht auf dem Plan. Wunsch von der Anita. Mhm. Die Sandale oder schöner kleiner Kontinent wird es auch genannt. Und hier mit unserem kleinen Reiseführer vom ADAC haben wir uns schon mal ein bisschen Appetit geholt. Ne? Genau. Und von wo wir abfahren mit der Fähre, wissen wir noch nicht. Gibt es mehrere Möglichkeiten. Es gibt ja hier genügend Auswahl. Ne? Ja. Moment, ich drehe das Ganze mal um. Dann sieht man hier das Inselchen ein bisschen besser, von wo man überall anfahren kann. Von Livorno zum Beispiel, Piombino, da kennen wir ja schon, da sind wir schon mal nach Elba rübergefahren von Piombino. Ja, also oder es gibt, da unten von Civitovecchia. Genau, es gibt also viele Möglichkeiten und es gibt vieles zum Anschauen, wie man hier sieht. Top-Ziele, haben wir hier schon mal wieder beschrieben, nachdem wir uns wahrscheinlich auch ein bisschen richten. Ne? Und
Ja, haben wir Pläne dann für? Für danach, da sind wir völlig offen. Wir könnten zum Beispiel nach Sizilien fahren. Wir können danach auch rüber nach Barcelona fahren und dann mal Spanien, vielleicht nochmal Marokko oder so die Richtung. Wir können aber auch rüberfahren und dann den Stiefel queren und dann wieder mit der Fähre nach Griechenland fahren, vielleicht auch die Türkei dann nochmal. Wir haben unsere Versicherung gewechselt, genau. Das dürfen wir. Das war jetzt einmal das Wichtigste, was wir wollten, dass wir die Versicherung wechseln, dass wir nach Marokko und in die Türkei dürfen. Und genau, den asiatischen Teil der Türkei. Wir haben jetzt jedenfalls sehr viele Möglichkeiten und wir buchen auch nichts, sondern wir entscheiden das wirklich völlig spontan. Genau. Je nach Wetter und Aussichten und so, ja. Wir fahren erstmal nach Italien, kleinen Abstecher nach Venedig. Genau, da treffen wir die Kinder. Genau, die machen da Urlaub und auch auf einem Campingplatz und da werden wir sie mal kurz besuchen. Und dann, von wo wir dann abfahren nach Sardinien, ist offen. Wir buchen nichts. Genau. Und auch dann die Pläne für den Winter. Unsere Überwinterung, wo dann das Wohnmobil eventuell wieder stehen bleibt, das ja, zeigen wir in einem der nächsten Filme, nur mal so als Vorplanung jetzt. Genau. Na dann. Seid gespannt. Ja, wie wir auch. Ja, genau. Wir sind selber auch gespannt, wie es uns, ja, wie es so verläuft, unsere Reise. Wir wissen es selber nicht. Genau. Na dann, tschüss.